Die deutsch-französische Freundschaft galt lange als Motor der EU. Doch der ist ins Stottern geraten im Streit über die Energiepolitik und die staatlichen deutschen Milliardenhilfen in der Krise. Heute soll Außenministerin Baerbock in Paris für bessere Stimmung sorgen, unter anderem bei einem Treffen mit Präsident Macron. Am Vormittag warb sie mit Amtskollegin Colonna auf einer Geberkonferenz um Hilfen für die Republik Moldau. Sabine Rau in Paris. Welche Ergebnisse hatte diese dritte Unterstützerkonferenz für die Republik Moldau? Ja, die Konferenz ist soeben zu Ende gegangen und Präsident Macron hat in der Abschlusspressekonferenz von 100 Millionen gesprochen. Davon übernimmt Deutschland allein 32,3 Millionen für dieses Land. Und es war schon berührend, die Reaktion der moldauischen Premierministerin hier zu sehen, die sich nicht nur dafür bedankt hat, sondern auch noch mal sehr deutlich gemacht hat, dass Moldau als kleines und sehr, sehr armes Nachbarland der Ukraine große Angst hat, dass es selbst das nächste Opfer Russlands werden könnte. Es geht bei Baerbocks Kurzbesuch ja auch um das Verhältnis zwischen Paris und Berlin. Dazu wird die deutsche Außenministerin vom französischen Präsidenten empfangen. Warum diese besondere Geste? Ja, das ist wirklich eine Ausnahme und Annalena Baerbock dürfte in diesen Minuten unterwegs in den Élysée-Palast sein, um dort mit Macron zu sprechen. Themen gibt es genug, denn in der Tat, es gibt ein schweres Zerwürfnis zwischen Deutschland und Frankreich. Wir erinnern uns alle an den abgesagten Ministerrat im Oktober, das war der Tiefpunkt und jetzt geht es darum, die Scherben wieder zusammenzukehren. Themen sind unter anderem die Divergenzen in der Energiepolitik, auch in der Wirtschaftspolitik. Und dieses Entgegenkommen Macrons zeigt, dass allen hier klar ist, so kann es nicht weitergehen, gerade nicht in dieser Situation des Kriegs in Europa. Und deswegen wird man versuchen, sich hier unterzuhaken. Morgen schon wird Minister Habeck in Paris sein und am Ende der Woche die französische Premierministerin bei Kanzler Scholz. Sabine Rau, vielen Dank nach Paris.